Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, lieber Walter Kern, ich glaube, die große Anfrage und auch die Beantwortung der großen Anfrage ist erstmal ein guter und durchaus geeigneter Aufschlag, um mit diesem Thema auch inhaltlich tatsächlich ein bisschen weiter einzusteigen. Wir haben an verschiedenen Stellen auf verschiedene Art und Weisen ähnliche Themen schon im Ausschuss für Frauengleichstellung und Emanzipation diskutiert. Jeder, der dabei war und jede, die dabei war, wird wissen, dass ich durchaus nicht bei allen Aufschlägen gedacht habe, dass das besonders geeignet ist. In diesem Fall würde ich sagen, damit können wir erst mal arbeiten, denn es ist ja wichtig und das Anliegen ist ja auch richtig, Jungen in den Blick zu nehmen und ihre speziellen Lebenslagen auch in den Blick zu nehmen. Nichtsdestotrotz muss man auch erst mal festhalten, dass Nordrhein-Westfalen an der Stelle aber durchaus gut und in gewisser Art und Weise auch vorbildlich aufgestellt ist. Wir haben die LAG Jungenarbeit, die auch in vorbildlicher Zusammenarbeit mit der LAG Mädchenarbeit das Thema ganzheitlich in den Blick nimmt. Wir haben die FUMA-Fachstelle Gender und wir haben auch unterschiedliche Projekte aus dem Bereich LSBTTI, denn zu den Lebenslagen von Jungen gehört ja beispielsweise auch die sexuelle Identität neben der geschlechtlichen Identität. Ich glaube, da sind wir in Nordrhein-Westfalen sehr gut aufgestellt. Wichtig ist natürlich auch zu betonen, dass bei aller Fokussierung in Ihrer Anfrage, aber ich habe durchaus wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass in der Fragestellung ganz oft in Klammern und Mädchen gestanden hat, dass wir davon reden müssen, dass Genderpolitik natürlich eine Querschnittsaufgabe ist und dass es nicht passieren darf, dass Jungen- und Mädchenarbeit und Jungen- und Mädchenpolitik gegeneinander ausgespielt werden. Das werfe ich Ihnen und unterstelle ich Ihnen an der Stelle nicht vor, aber der Schritt ist relativ leicht, irgendwie dahin zu gehen, zu sagen, dass wir doch jetzt was für die Jungen machen müssen, für die Mädchen hätten wir doch. Das muss ein Nebeneinander, ein Miteinander sein, das darf keinesfalls ein Gegeneinander sein. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir im Bereich der Bildung und im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit in vielfacher Art und Weise gendersensible Ansätze haben. Das heißt, Ansätze haben, die sowohl die Lebenswelt und Lebensrealität von Mädchen als auch von Jungen und mit all dem, was sozial und kulturell damit konnotiert ist, in den Blick nehmen. Und ich denke, so verstanden, eben mit Blick auf eine Querschnittsaufgabe, mit Blick auf die Lebenslagen von Jungen und Mädchen, ist gendersensible Bildung und gendersensible Jugendarbeit auch ein elementarer Beitrag zur Demokratieerziehung. Denn Geschlechtergerechtigkeit, und ich meine, wir als Ausschussmitglieder wissen das vielleicht noch besser als manch anderer in diesem Hause, Gendergerechtigkeit und Geschlechtergerechtigkeit fällt nicht vom Himmel, sondern sie muss erarbeitet werden, sie muss erstritten werden und sie muss nicht zuletzt auch erlernt werden. Und das gilt auch gleichermaßen für die Themen LSBTTI, Diversity. Und das sind Dinge, wo der Bildungsbereich einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leistet, der vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch durchaus noch ausbaufähig ist. Unsere Gesellschaft ist bunt und vielfältig. Das zeigt sich nicht nur im Bereich der Geschlechter, sondern eben auch im Bereich Diversity, LSBTTI und dergleichen. Und dementsprechend ist es ein Auftrag von Bildung und Demokratieerziehung, dem auch anständig Rechnung zu tragen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese große Anfrage macht ja noch mal deutlich, dass nicht nur Mädchen ein Geschlecht haben, sonst reden wir immer von Mädchenpolitik und Frauenpolitik, sondern, erstaunliche Erkenntnis, auch Jungen sehen sich mit gesellschaftlichen und sozialen Zuschreibungen konfrontiert, die nicht immer zu ihrem Vorteil sind. Trotzdem müssen wir geschlechterspezifische Auswirkungen auf die Lebensrealitäten von Mädchen und Jungen, ich will es noch mal unterstreichen, im Zusammenhang diskutieren. Nicht im Gegeneinander, sondern im Zusammenhang. Denn Sie haben es angesprochen, die Bildungsverlierer Jungen sind so oft angesprochen. Wir müssen trotzdem festhalten, dass Frauen nach wie vor weniger verdienen, dass sie nach wie vor in Berufen unterwegs sind, die weniger Karrierechancen mit sich bringen und dass sie nach wie vor ein eingeschränkteres Berufswahlspektrum haben. Und ein Satz sei natürlich auch noch gesagt zu der von Ihnen richtigerweise formulierten Forderung, wir brauchen mehr Jungen und junge Männer in sozialen, pflegerischen und erzieherischen Berufen. Dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Wir wollen mehr Jungen und junge Männer in diesem Bereich haben. Und dazu muss es natürlich eine Attraktivitätssteigerung geben in den Berufsbildern. Aber, und das will ich noch mal ganz deutlich sagen, nicht damit wir mehr Jungen und Männer in diese Berufe bekommen, sondern weil diese Berufe gesellschaftlich wichtig sind und weil die Menschen, die dort arbeiten, was im Moment mehrheitlich Frauen sind, es sich auch verdient haben. Deshalb wollen wir eine Steigerung. Es gilt aber natürlich auch, von Ihnen richtigerweise beschrieben, die Jungen in ihren Lebenslagen in den unterschiedlichen Bereichen mehr in den Blick zu nehmen. Beispielsweise auch Jungen und Emotionalität. Denn der Spruch, ein Indianer kennt keinen Schmerz, ist überholt, ist veraltet. Selbstverständlich kennen Indianer auch Schmerz. Und selbstverständlich dürfen Jungen Schmerzen kennen, Emotionen kennen. Und diese gilt es auch tatsächlich in den Blick zu nehmen und gesellschaftlich auch abzubilden. Immer noch haben Jungs damit Vorurteilen zu kämpfen, dass sie die harten Männer sein müssen. Und das müssen sie vielleicht nicht unbedingt sein.
Und auch in den von Ihnen angesprochenen Bereichen wie Gesundheit und so weiter gilt es auch, die Jungs noch einmal anders in den Blick zu nehmen. Das Risikoverhalten haben Sie angesprochen, die unterschiedlichen gesundheitlichen Aspekte haben Sie angesprochen. Suchtverhalten ist etwas, was sich unterschiedlich darstellt bei Mädchen und Jungs. Und auch der Bereich sexuelle Gewalt muss noch einmal spezialisiert in den Blick genommen werden. Ich möchte da den Sport noch einmal aufgreifen, weil Sie den aufgegriffen haben mit einem anderen Aspekt. Ich finde, der Landessportbund ist an der Stelle sehr vorbildlich vorangegangen und hat mit seinem Projekt Schweigen schützt die Falschen auch explizit Jungen in den Blick genommen. Ich glaube, das ist eine vorbildliche Herangehensweise an der Stelle. Sonst müsste man bei der Sportförderung vielleicht noch mal hingucken, ob es nicht vielleicht doch eher eine Jungenförderung ist, die wir da haben und wir auch auf die Mädchen gucken müssen an der einen oder anderen Stelle. Zusammenfassend sei gesagt, NRW ist gut aufgestellt bislang. Vieles ist auf dem Weg. Trotzdem würde ich sagen, Ihre große Anfrage ist durchaus ein Steinbruch, an dem wir sicherlich noch weiter arbeiten werden in unterschiedlichsten Bereichen. Vielen Dank.